Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind mal wieder auf der Galgenberg unterwegs. Das hat einen ganz speziellen Grund, da komme ich aber gleich dazu. Aber wir steigen jetzt erstmal in unseren John Deere 8345R mit dem Anhänger und fahren mal dazu zu unserem, oder fahren mit dem ganzen Gespann erstmal zu unserem zweiten Hof, den wir ja aber langsam, aber sicher abstoßen werden, aber nicht in der Form, dass wir ihn verkaufen, denn das wäre schade schön, denn das geht nicht so einfach, denn dazu müssten wir alle Gebäude auf dieser Fläche mitverkaufen, das will ich auf gar keinen Fall, dann reißen wir ja ein richtiges Loch hier ins Dorf, nee, das machen wir gar nicht, ist aber auch gleichzeitig ein bisschen die Überleitung, nämlich zu der neuen Version der Galgenberg, der 2K24, die ich ja schon in der letzten Folge mal angesprochen habe und habe euch ja auch den Link zu dem Video vom Yogi, wo er die Map dann vorstellt und eben auch den neuen Hof, den er da oben gebaut hat. Da wird es also einen ganz anderen Hof geben. Und das finde ich insofern interessant und bemerkenswert, weil ich gestern natürlich mal wieder auch mir ein Video vom Ansgar angesehen habe, der ein neues Projekt startet mit seinem Farmertown-Projekt und da ist er ja umgezogen und interessanterweise genau hier auf die neue Galgenberg mit dem neuen Hof. Also, wenn ihr euch das Ganze mal ansehen wollt, oh, jetzt wird hier gleich gehupt, wenn ihr euch das Ganze mal ansehen wollt, dann schaut euch doch hier Bauernhof in Brand und Neustadt mit Farmertown an vom guten Ansgar und wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Sudele. Weil der Hof hier, der wird komplett oder wurde komplett umgebaut vom Yogi. Und hier vorne wird es dann eine große Einfahrt geben. Dann kann man hier auch einfahren. Und hier hinten diese Ausfahrt, die gibt es dann auch noch. Und da werden dann völlig andere Häuser stehen. Ganz andere Gebäude, ganz andere Möglichkeiten sind dann hier an dieser Stelle. Also wie gesagt, schaut euch das mal an. Während zum Beispiel dieser Hof hier drüben wird ja komplett entfernt. Das heißt, diese Fläche ist dann als Baufläche frei und dazu gehört ja auch dieser ist es ein Schweinestall? Nee, ich glaube, es sind Kühe. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, der ist dann auch weg, ist auch frei und da könnt ihr dann bauen und zwar Produktion oder ähnliches, aber wie gesagt, schaut euch das Video unbedingt vom Yogi an, denn er verweist darauf, bitte keine Tierstelle oder so bauen, denn das wird nicht klappen. Dann gibt es Probleme mit den Jungtieren, die ja auf der Version 2K24 ja verbaut hat. So, also das wollte ich hier nur so anmerken und deswegen habe ich mir auch gedacht, hauen wir gleich hier nochmal eine Folge rein. Wenn der Ansgar jetzt ebenfalls hier auf dieser neuen Map unterwegs ist, das fand ich interessant, das fand ich spannend. Und Farmertown ist auf jeden Fall immer. So, wir laden hier mal den Mist um, unsere tägliche Arbeit mit dem Miste. Jetzt schauen wir mal, ist alles Mist drin? Mist 0, okay. Denn wie gesagt, Farmertown ist immer ein schönes Projekt, das der Ansgar macht. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut euch das Ganze an und ihr bekommt einen schönen, schönen Einblick in die neue Version der Galgenberg, die eben dann auch optisch ein bisschen hergemacht wurde, ein bisschen verändert, was die Straßen und so weiter angeht. Und wie gesagt, die Höfe wurden umgestaltet, einige. Und wie die Consoleros sollen jetzt die Möglichkeit haben, Jungtiere aufziehen zu können. Yo! So, wir sind hier wieder unterwegs. Wir werden heute auch noch ein bisschen Feldarbeit machen müssen. Ich habe mittlerweile allen Raps geerntet. Habe soweit auch das Stroh mal gepresst. Muss euch aber sagen, mit der Kuhnpresse, mit der Quaderpresse bin ich nicht ganz so zufrieden, denn die ist wohl schon ein bisschen schmal bei der Aufnahme. Soll heißen, wir lassen immer ein bisschen Stroh auch liegen. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so schön, nicht ganz so prickelnd, aber nun gut. Schauen wir mal, ob wir die Kuhn behalten. Ja, vielleicht wird es dann demnächst doch eine Kronepresse wieder hier auf dem Hof. Jo, so, wir holen noch die Miste von den anderen beiden Kuhstellen sozusagen und werfen das Ganze dann wieder in unseren Verteiler, damit unsere Apfelplantagen und die noch übrigen Gewächshäuser natürlich auch, ja, schön Miste bekommen. So, wie sieht's aus? Haben wir da noch Mist drin oder haben wir da schon allen Mist geholt? Nee, da gibt's noch ein bisschen.
Sehr schön, da holt er den Mist aus dem Kuhstall. Nicht zu verwechseln mit dem Mist hier auf der Mistplatte. Das ist er nicht, sondern wirklich der Mist aus dem Kuhstall. So, dann bringen wir das zu unserem kleinen Verteiler und dann werfen wir mal einen kleinen Blick auf unsere heutige Arbeit. Auf unsere heutige Arbeit, was die Feldarbeit angeht, denn wir werden Felder mulchen, beziehungsweise Stoppelsturz machen und wir werden schon mal unser neues großes Feld, das wir zusammengelegt haben, da werden wir kalken und schon mal ein bisschen vordüngen. So, schauen wir mal. Jo, das klappt wunderbar. Unsere Verteilerstation, die automatisch den Mist an alle notwendigen Produktionen verteilt. Und da sich ja die Apfelplantage ein bisschen weit weg befindet, ist das eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. So, Dele, dann machen wir hier gleich mal die Plane wieder drauf, wenn er soweit ist. Und dann schauen wir mal, wo bringen wir denn jetzt dieses wunderschöne Gefährt unter? Ja, ich glaube, wir lassen es einfach erstmal hier stehen. So. Denn mit dem anderen Anhänger, der da drüben steht, dem Fliegel, da werden wir dann später Schweinefutter wegbringen, denn wir können ja mittlerweile Schweinefutter produzieren. So, jetzt schauen wir mal. Er ist am Mulchen und hat die Arbeit eingestellt. Okay, okay. So, wir werden also, wie gesagt, hier auf den Rapsfeldern Stoppelsturz machen. Dazu müssen wir aber auf dem einen Rapsfeld erstmal hier die ganzen Ballen holen. Noch eins sammeln. Und dann haben wir ja noch ein weiteres Rapsfeld, ein neues Feld, was wir ja da hinter der neuen Halle da hinten ja haben. Da müssen wir dann auch noch entsprechende Feldarbeit durchführen. So, wir springen mal hier rüber zu unserem Glas, dem Arion. Und da haben wir ja auch Kalk drin. Das habe ich schon mal soweit vorbereitet. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund der Vorbereitung. Dann fahren wir zu unserer Einkaufsstation, holen Kalk. Und dann werden wir mal unsere neuen Felder ankalken. Und anschließend, wie immer, mit unserem wunderschönen Warrior-Gespann und dem Güllefass werden wir dann schon mal ein kleines bisschen vordüngen. Ups. So, wir klappen aus. Und dann schauen wir mal. Weil eigentlich, ja, da kommt er doch, wusste ich es doch, da kommt doch unser kleiner Mulcher. So, dann werden wir wie immer hier ein kleines Vorgewende fahren. Und dann schauen wir, dass uns der Helfer hier ein kleines bisschen die Arbeit abnimmt. Das wäre doch herzallerliebst, oder? So, den John Deere habe ich jetzt einfach hier mal rückwärts in die Halle gestellt. Und da stehen die anderen Fahrzeuge und wie gesagt, der Fendt mit der Kuhnpresse, mit der ich noch nicht ganz so warm werde. Ja. Naja gut, aber es gibt ja noch genügend andere Geräte, Maschinen auf dem Markt und da werden wir dann entsprechend uns nochmal umsehen. Und irgendwie lacht mich zurzeit die Krone an, aber wir werden auch mal schauen, was es vielleicht auch auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Denn wir müssen ja das Zeug ja auch nicht das Geld zum Fenster hinauswerfen. Aber für die Kuhn werden wir mit Sicherheit noch ein gutes Geld bekommen. So, ich halte immer mal ein bisschen ein Auge auf der rechts oben, um zu sehen, ob unser Mulcher tatsächlich auch seine Arbeit erledigen kann. Oder ob er dann gleich sich wieder meldet. Oh, jetzt werden hier die Fußgänger aber eingekalkt. So, und was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise das müssten wir auch mal prüfen und checken. Denn interessanterweise sieht man es ja auch auf der Karte, gibt es ja hier drei Bienenstöcke. Und ich weiß jetzt nicht, ob die uns schon gehören oder ob man die kaufen kann oder ähnliches. Sie werden auf jeden Fall angezeigt. Und wenn wir natürlich hier, ich glaube, Raps, Sonnenblumen und Kartoffeln anbauen, dann ist das auf jeden Fall hilfreich für Bienen. So, dann haben wir nämlich eine kleine Ertragssteigerung. So, lass mich mal kurz schauen. Wenn wir hier mit dem Kollegen zurückgesetzt haben, also ich habe jetzt rechts oben noch nichts vernommen. So, dann mal ganz kurz hier zu diesen Bienenstöcken. Es sind drei Stück meines Wissens. Keine Palettenstation vorhanden, platziere eine, um Honig zu erhalten. Ach was! Dann hätten wir hier die ganze Zeit schon Honig haben können.
Da hätten wir hier die ganze Zeit schon Honig haben können. Okay. Das werden wir dann auf jeden Fall noch tun. So, und da sehe ich auch schon wieder unseren Lindtrack, unseren Lindner. Lindtrack, den Lindner. Also das hat schon mal wieder geklappt. So. Ja, hier muss ich mir noch Gedanken machen, ob wir das so behalten wollen hier tatsächlich, hier mit diesen Aussparrungen. Aber nun gut. Wir müssen hier sowieso selbst fahren. Oh, ich sehe schon. Oh, der nimmt aber ganz schön Kalk hier. Der nimmt aber ganz schön Kalk. Jetzt sind wir einmal rumgefahren und schon hier ist das Gerätchen leer. Die Maschine. Okay, okay. So, dann machen wir mal Folgendes. Aber ich muss auch ein bisschen auf den Lindner hier aufpassen, wo der dann jetzt gleich noch hinfährt. So, 44%. Okay. Dann klappen wir das hier erstmal zusammen. Fahren mal ganz kurz nochmal zur Einkaufsstation, machen hier das Wägelchen voll. Und dann können wir uns mal ein bisschen überlegen oder Gedanken machen, wo könnten wir denn den Honig platzieren? So, einmal öffnen. Und wieder 1.100 Euro weg. Oh, ups. Ja, ich überlege gerade, würde sich das anbieten, das im Prinzip hier gleich nebendran hinzustellen hier? Dann würde der Honig direkt in die Logistik. Naja, schauen wir mal. Das Ganze werden wir nochmal durchprüfen, durchchecken. Aber dann bietet es sich natürlich an, dass wir hier natürlich für unsere Bienchen was platzieren, was dann natürlich auch entsprechende Ertragssteigerungen bringt. So, das klappt soweit. Das möchte ich jetzt gerade mal schauen. Okay, wir gucken mal hier rein. Hilfe, Hilfe, Tiere. Okay. Grundlage, Fruchtsorten, Verbesserungen, Tiere. Bienen. Denn die Bienen steigern den Ertrag von Raps, Sonnenblumen und Kartoffelfeldern. Also, entweder hauen wir da die Sonnenblumen drauf, was natürlich auch nicht verkehrt wäre, oder machen Raps drauf, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen ja Raps für unsere Schweinefutterproduktion. Okay, schauen wir mal. So, jetzt muss ich da hinten aber wirklich ein kleines bisschen aufpassen, nicht, dass da hier mir noch den halben Hof wegmulcht, hier der Lindner. So, den Fendt räumen wir mal auf. Dann steht er schon mal nicht im Weg herum. Also die Kuhnpresse werde ich jetzt noch erstmal behalten. Und mal schauen, was sich da noch so ergibt. Ist ja jetzt auch nicht so das Drama, wenn er halt ein kleines bisschen, ja, vorbei oder liegen lässt. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Da sind wir ja zum Glück mittlerweile draußen, dass wir jede Kleinigkeit mitnehmen müssen. So, wo haben wir denn jetzt noch ein Plätzchen? Hier haben wir noch ein Plätzchen, da haben wir noch ein Plätzchen. Ach, rot zu rot. So, kommen wir nicht vorbei, gell? Geht gerade so. So, mal ein bisschen gerade ziehen. Okay, so sollte es doch passen. Sehr schön. Okay, okay, okay. Na, in hier müssen wir tanken. Weil wir schon mal hier in der Gegend sind. So, ich sehe auch gerade, dass die Silage soweit ist. Also da können wir natürlich dann auch arbeiten. So, Dele. Hervorragend.
Okay, jetzt hat hier jemand die Arbeit erfolgreich beendet. Sehr schön, Motor aus, dann schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall nicht er, sondern es wird der Kollege Mulchner sein. Da ist er und ich wusste es, dass er hier beinahe reinfährt. Okay. Oje, oje, oje. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen unterstützen, bevor wir dann aufs nächste Feld fahren. Sehr schön. Naja, also hier tut sich wieder einiges. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist Juli und wir können jetzt hier schon mal die Felder soweit vorbereiten und uns Gedanken machen, was wir dann hier draufpacken. Also es gibt die Möglichkeit Raps, Gerste oder Getreide bzw. Weizen. Das wäre jetzt das, was hier möglich wäre. Oder wir lassen die Felder stehen und packen dann einfach im nächsten Jahr, im März, April dann was drauf. Schauen wir mal. So. Dann fahren wir hier noch lang und dann haben wir es. Dann können wir nämlich rüberfahren zu unserem anderen Feld. Sehr schön. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Mulchen auch nochmal eine kleine Ertragssteigerung bringt von 2 oder 3%, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch oder beziehungsweise ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt, weil ich bin da mir nicht ganz so sicher. Allerdings wundere ich mich auch trotzdem immer, warum man dann als manchmal 1-2 Ertragspunkte nicht hat. So, wir schauen mal ganz kurz rein in Precision Farming, wie es hier aussieht mit den neuen Feldern. Okay, hier zeigt er noch nichts an, also ist natürlich noch nicht gedüngt. Wir sind bei 9%. Und pH-Wert, genau, da arbeiten wir gerade dran. Okay, da ist es noch schön unterschiedlich. So, da haben wir 97, hier haben wir tatsächlich 100. Hier haben wir auch 100, hervorragend. Sehr schön. Okay, so, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch mulchen. Da müssen wir auch noch ran. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. So, dele. Und dann fahren wir mal rüber. Und dann schaue ich nochmal ganz kurz auf den Blick. Ja, Stickstoff auch null. Das heißt, da können wir dann überall rüberfahren, noch mit unserem Güllefass. Denn Gärreste werden wir natürlich jede Menge haben. Ja, er fährt auch noch. Der Klaas fährt noch. Sehr schön. So, die Ballen müssen wir auch noch ein... Wo bin ich denn jetzt schon wieder hängen? Ach, ich habe das Ding noch nicht eingeklappt. Hei, nei. Ja. Da legst du die nieder. So war es aber auch. So, da bin ich ja voll zurecht aufgelaufen. Wollte noch sagen, da drüben müssen wir die Ballen noch einsammeln, ne? Die liegen ja auch noch rum und dann können wir hier auch mulchen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder ein Auge... Oh, der bremst aber ganz schön langsam. Sehr schön, kein Verkehr. Dann mal hier rüber. So, spannend wird auch die Ernte, weil wir ja auch noch Zuckerrüben, wenn ich richtig weiß. Lass mich mal kurz reinschauen. Ich glaube hier auf Feld 97, da haben wir doch, glaube ich, Zuckerrüben. Natürlich haben wir Zuckerrüben hier. Oh, das wird auch spannend. Da werden wir uns natürlich auch eine schöne große Vollernter mieten. Denn das mache ich mit Sicherheit nicht mit dem Anhänger. So. Ja, dann steigen wir hier drüben ein. Einmal ausklappen. So, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Da haben wir geerntet und haben natürlich auch noch nichts gemacht. Also auch hier müssen wir pH-Wert, Stickstoff, ja, da haben wir auch noch jede Menge zu tun. Los geht's. So, da mulche ich mir ein bisschen den Feldrand noch mit. Und ich wollte es gerade sagen, Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich habe doch mir schon gedacht, dass... der jetzt doch langsam fertig sein müsste. So, wir schauen mal, dass wir hier vielleicht gleich den Helfer losschicken, wenn ich nur wusste, wie der jetzt fährt. Ah, der fährt so rum. Okay. Ja, stopp. Da machen wir doch erstmal das Vorgewende. Dann machen wir hier erst einmal Vorgewende und setzen dann das Ganze nochmal zurück. Dann können wir den Helfer losschicken.
Und dann schauen wir mal, wie weit das Feld gekalkt ist, ob er tatsächlich seine Arbeit auch gut gemacht hat. Ja, die schöne Galgenberg wird jetzt tatsächlich auch vom Ansgar gezockt. Aber ich glaube, es gab auch mal eine Übersicht. Ich glaube, die 10 besten Karten hat mal der Ansgar ein Video gemacht, die 10 besten Karten. Und da war meines Wissens, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich die Galgenberg ganz, ganz, ganz weit vorne in dieser Platzierung, in dieser Rangliste. Und ich denke, die ist jetzt nur noch besser geworden in der Version 2K24. So, wir lassen hier den Helfer einfach mal fahren. Obwohl, der fährt jetzt ganz schön wild und verrückt. Ich weiß nicht, ob das so passt. Mal schauen, was er macht. Ja, auf jeden Fall hält er schon mal hier den ganzen Verkehr auf. Nee, wir machen das anders. So, der soll einfach erstmal hier vorne fahren. Dann machen wir das nämlich so. So, Augenblick. Ja, dann soll er nämlich erstmal hier gerade fahren und ich denke, das kriegt er dann gut hin. Sehr schön. So, wo haben wir denn? Nee, da haben wir nicht. Hier haben wir, ja, ich wusste es doch. Ein bisschen ist noch drin, aber ich glaube, da sollten wir uns auf jeden Fall noch etwas Kalk holen. Oder kriegen wir das hin? Ja, ich glaube, wir könnten da auch ein Auge zudrücken. So, aber hier müssen wir auf jeden Fall nochmal anschmeißen. Das reicht sogar, denke ich fast, oder? So, 2% sind noch drin. Und wenn wir jetzt hier einmal so von oben runterfahren, dann müsste er hier auch nochmal streuen. Und dann, denke ich, können wir es gut sein lassen. Sehr schön, dann packen wir hier ein und fahren zurück. Und dann, denke ich, können wir es auch für die Folge heute gut sein lassen, denn wir haben schon wieder einiges geschafft. Wir haben Miste geholt, auch dann habe ich euch nochmal ganz kurz gezeigt, den zweiten Hof, den wir unser eigen nennen. Aber den werden wir jetzt langsam aber sicher auslaufen lassen. Die ersten Kühe habe ich nämlich dort auch schon wieder verkauft und die Hühner sind auch schon, die Hühnerproduktion, die Eierproduktion ist auch sozusagen schon ad acta gelegt. Und dann werden wir uns wirklich hier hauptsächlich nur noch auf diesem Hof hier bewegen und konzentrieren. Und dann natürlich, wie gesagt, mehr oder weniger in die Feldarbeit uns hier konzentrieren. Hervorragend. Und natürlich gehört dann auch dazu, dass wir hier, glaube ich, mal ein bisschen den Fuhrpark auch konsolidieren und nicht so ganz wild hier jedes Gerät haben. Also soll heißen, auch bei den Schleppern werden wir, glaube ich, mal ein bisschen, ja, eine einheitliche Linie fahren für die Zukunft. Okay, so, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich sage recht herzlichen Dank euch wieder mal für die Zeit und für euren Support, eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie immer mit einem Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.